Wenn DaVinci Resolve dir immer wieder eine Meldung ausspuckt, die sagt GPU Memory Full, dann bedeutet das, dass deine Grafikkarte überlastet ist, wenn es um ihre Speicherkapazität geht. Und in diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du das reduzieren kannst. Kurz vorher zur Erklärung. GPU Memory, auch genannt VRAM oder Grafikspeicher, ist eine spezielle Art von Speicher, die in deiner Grafikkarte zu finden ist und hat nichts zu tun mit RAM, den du per Slots in dein Motherboard steckst. Und am besten solltest du mal deinen Gerätemanager aufmachen, herausfinden, was deine Grafikkarte ist und diese mal googeln, denn jede Grafikkarte hat eine andere Speicherkapazität. Und DaVinci Resolve nutzt diese Speicherkapazität vor allen Dingen bei den Open Effects und im Color Grading, um Dinge zu beschleunigen. Und ich würde dir für DaVinci Resolve Minimum 4 GB Grafikkartenspeicher empfehlen. Das hier ist eine GTX 1060, mit der ich früher gearbeitet habe, auch in DaVinci Resolve mit 6 GB Grafikspeicher. Und in einer 4K-Timeline solltest du ohne größere Effekte, ohne Probleme durchkommen. Wenn du allerdings mehr Power brauchst, VRAM-mäßig, dann würde ich dir die RTX 30er Serie empfehlen. Das ist jetzt die 3060, die hat 12 GB VRAM. Aber wenn du natürlich eine CGI oder VFX Compositing Workstation bauen willst, würde ich dir wirklich zur 3090 raten. Aber kommen wir doch jetzt erstmal zu konkreten Tipps, die du anwenden kannst, wenn du nicht gerade eine neue Grafikkarte kaufen magst. Tipp Nummer 1. Noise Reduction auf jeden Fall erst zum Schluss machen. Also kurz bevor du es zum Deliver gehst, dann die Clips einzeln denoisen. Es sei denn, du hast jetzt sowas wie ein Interview, dann kannst du das natürlich auf einer Gruppe machen. Aber solange du die Noise Reduction noch nicht aktivierst, solltest du eigentlich keine Probleme haben. Wenn es am Ende dann trotzdem kommt, GPU Memory Full, dann würde ich dir raten, Noise Reduction ganz einfach in einer anderen Software zu machen oder in Fusion. Denn du kannst auch in Fusion kostenlos denoisen, auch in der Free-Version. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Alles, was du an Open Effects machst, würde ich lieber weglassen und stattdessen Äquivalente in Fusion machen. Denn der große Vorteil ist, dass Fusion vor allen Dingen RAM und Grafikkartenspeicher braucht, aber der Cache aus Fusion lässt sich festschreiben. Und somit hältst du dir die grafikkartenintensiven Prozessschritte in Fusion, die du auch mit RAM ausgleichen kannst. Und wenn dir ein Effekt gefällt, machst du einfach ein Duplikat der Spur und klickst mit Rechtsklick drauf und Render in Place. Und somit hast du quasi schon die fertige Variante gerendert. Das bedeutet, wenn du viele Open Effects nutzt, dann mach das lieber in Fusion und rendere dir die Clips dann vor. Das dauert zwar länger, aber du hast dadurch nicht mehr den GPU-Bottleneck. Ein Quick-Tipp habe ich dann noch. Hier unter DaVinci Resolve, Preferences, Memory and GPU. Hier möchtest du den entsprechenden Processing-Mode einstellen. Ich habe hier eine Nvidia-Grafikkarte, deswegen nehme ich CUDA. Und das solltest du auf jeden Fall auch einstellen, falls du eine Nvidia-Grafikkarte hast. Damit funktionieren die GPU-Encoding- und Decoding-Options viel, viel besser. Ein weiterer Quick-Tipp, der vor allen Dingen an die Fotografen da draußen geht, ist, ladet keine 45-Megapixel-Bilder in DaVinci Resolve rein, denn für 4K braucht man nun mal nur 8 Megapixel. Wenn du jetzt ein 8K-Bild in deine Timeline lädst, wird DaVinci Resolve versuchen, diese 8K mittels Grafikkartenunterstützung wiederzugeben und prompt ist dein GPU Memory Full. Das bedeutet, skaliere die Bilder, die du in DaVinci Resolve reinlädst, vorher runter auf 4K. Es sei denn, du willst jetzt noch super krass reinpunchen, dann würde allerdings auch 6K ausreichen. Und mein letzter Tipp, den ich dir geben mag, ist, arbeite auf halber Resolution. Wenn du in Full HD das Problem nicht hast, dann arbeite lieber in Full HD und setze den Render dann lieber auf 4K, so dass du dann nur zum Rendern die 4K ausgibst. Bevor du allerdings exportierst, solltest du deine Timeline vorher auf die entsprechende Resolution, auf die du exportieren willst, bringen, indem du dir deine Timeline im Media Pool anzeigen lässt, mit Rechtsklick drauf, Timeline, Timeline Settings klickst und hier kannst du dann die Timeline auf die 4K umstellen, klickst auf OK und danach kannst du ganz einfach in die Deliver Page gehen und hier deine Resolution sollte dann auch schon auf 4K eingestellt sein. So sparst du dir auf jeden Fall sehr, sehr viel GPU Memory für die Bearbeitung und exportierst dann einfach in 4K. Ich hoffe, das hat dir geholfen und ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.